Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Hier ist wieder euer Scryfies. Es ist lange her, dass ich ein Video rausgebracht habe. Das ist jetzt, glaube ich, locker ein Monat her, vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Es liegt einfach daran, weil ich momentan einfach nicht so viel Lust auf Medien habe. Ich habe in letzter Zeit ziemlich viel Geld in Medien gewastet. Also nicht Geld, sondern eher Worte, aber auch ein bisschen Geld. Hab mir jetzt mal, ich glaube, ich hatte mir, weil ich den Lilkana gespielt hatte, hatte ich ein bisschen DR aufgeladen und habe in diesem Video auch sehr viel geswitcht und ich bin, was das Ergebnis angeht vom Switchen, da bin ich sehr enttäuscht. Wenn ich dann immer meine Kollegen betrachte, die switchen da richtig gute DSS-Waffen und was weiß ich nicht für gute Bonis rein und ich switche einfach immer nur Scheiße und das macht mich eigentlich dann schon ein bisschen traurig, deswegen habe ich dann auch eine lange Zeit nicht mehr so gezockt. Hier habe ich einen 9er Versuch verkackt auf meinen Zodiac-Bogen. Das hat mich dann auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen traurig gemacht. Vor allem, weil der Bogen dann, ja, mehr oder weniger relativ viel Won gefressen hat, um wieder auf 8 zu kommen. Also er ist mittlerweile auf 8. Ja, das hat mich dann halt schon ein bisschen deprimiert. Deswegen habe ich in letzter Zeit nicht mehr so viel gezockt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, es hat sich vor der Fusion, der Columba hat ja jetzt mit, beziehungsweise Titania hat ja mit Spanien fusioniert. Und ja, vor der Fusion war einfach, ich sag mal, tote Hose auf dem Server sozusagen. Also hast du auch nichts verkauft bekommen. Es wurde relativ wenig gespielt. Jetzt nach der Fusion ist natürlich ein bisschen scheiße. Es laufen sehr viele Spanier und gut, dafür können die natürlich nichts. Die absolut kein Wort Englisch können. Die können also kein Deutsch und kein Englisch. Und das ist relativ schade, weil man dann häufiger, wenn man ein bisschen farmen geht und dann, man kennt es, man geht farmen, man sieht Medienstein, man läuft auf den Medienstein zu und plötzlich stellt sich noch ein anderer mit dran. Und dann möchte man den freundlich bitten, wegzugehen. Und wenn der Typ dann absolut kein Wort Englisch kann oder Deutsch, dann ja, ist die Kommunikation gleich null. Das Einzige, was man rausfiltert, ist natürlich immer nur dieses Hahaha. Ja, und dementsprechend kann man sich ja dann schon denken, was das andere für ein Hurensohn ist. Und da könnte ich mich wie oft drüber aufregen, vor allem, weil die jetzt auch nur noch 3 CHs gemacht haben. Und das ist, weiß nicht, ey, da kann ich einfach nur den Kopf schütteln, wenn ich daran denke. Also ich meine, ich bin so jemand, ich gehe nicht in Razer rein, beziehungsweise Nemere, ehe ich nicht einen Handschuh des Diebes habe. Und wenn dann nur 3 CHs zur Verfügung stehen und dann zeitgleich auch noch irgend so ein komisches Event startet von, wo man Konzis kriegt oder so, ey, dann ist es unmöglich, da irgendwie so an so einen scheiß, Handschuh zu kommen. Das regt mich richtig auf. Naja, brauchen wir jetzt nicht weiter drüber zu reden, das war auf jeden Fall der Grund, warum ich in letzter Zeit nicht mehr so viel gezockt habe. Ja, wie sieht das momentan aus wegen Corona? Also ich bin auch quasi die ganze Zeit zu Hause, weil mein Studium digital stattfindet. Ja, dadurch werde ich in nächster Zeit auch ein bisschen mehr Zeit haben, Medien zu spielen. Ob ich dann tatsächlich mehr Medien spiele, bleibt noch offen. Ich habe auf jeden Fall jetzt wieder ein bisschen angefangen zu zocken. Den Lykana bin ich momentan, da bin ich noch nicht sicher, ob ich den Lykana weiterspielen werde. Weil einfach die Lust ist nicht so da, zeitgleich auf 2 Accounts zu zocken. Da muss ich mir noch was überlegen, vor allem weil der Charakter ja, also Lykana hat ja auch perfekte Alchemie drin. Da weiß ich nicht, ob ich die Alchemie dann rausnehme oder ob ich sie drin lasse. Ich meine, wenn ich sie rausnehme, dann wird es wahrscheinlich eh failen. Deswegen bleibt das auch noch offen, da muss ich mir, wie gesagt, was überlegen. Und ja, den Ninja werde ich dann auf jeden Fall safe wieder PvM weiterspielen, wenn ich wieder richtig spiele. Dann müssen wir mal gucken. Ja, ansonsten stream-mäßig sieht es momentan eher schlecht aus, weil ich kein Mikrofon habe. Deswegen schon mal vorab sorry für die schlechte Audioqualität. Ich habe mir jetzt ein neues Handy gekauft, das ist noch nicht mit meinem PC synchronisiert worden, deswegen kann ich da keine Aufnahmen machen. Deswegen muss ich jetzt mit meinem PlayStation-Headset hier irgendwie versuchen, eine Stimme aufzunehmen. Deswegen hört sich das ein bisschen so an, als würde ich durch Wasser reden, weil das Headset ist nicht das Beste. Und mein Tischmikrofon habe ich, wie gesagt, nicht mehr. Da muss ich mir demnächst was überlegen. Und ich will euch das nicht antun, dass ich jetzt einen Stream starte, wo man mich eh schon nicht sieht, wo man dann auch noch zusätzlich meine Stimme nicht richtig hört. Deswegen würde ich das eigentlich eher komplett sein lassen. Und
Ja, muss man einfach mal abwarten. Ich habe auf jeden Fall noch Videomaterial für ein weiteres Video zusammen. Muss ich mal gucken, vielleicht bringe ich das die Woche hier an. Ja, die Woche dann wahrscheinlich nicht, es ist ja jetzt Ostern. Gucken, ob ich das die nächsten 1 bis 2 Wochen dann rausbringe. Ich wollte jetzt mal ein bisschen zurückschrauben mit der Videoproduktion, weil das ja auch schon einiges an Zeit frisst, die ganzen Sachen zu schneiden und zu bearbeiten. Und jo, ich hoffe, euch gefällt das Video trotzdem. Ich hoffe, ihr bleibt trotzdem weiter meine Abonnenten. Und jo, ihr dürft euch natürlich selbstverständlich auf weitere Videos freuen. Das Ganze ist natürlich jetzt nur ein bisschen mehr in die Zeit gestreckt. Und ich werde auf jeden Fall auch wieder anfangen zu streamen, wenn ich wieder ein Tischmikrofon besitze. Und dann werden wir es zusammen durch die Corona-Zeit schaffen. Gut, dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch viel Spaß beim Zocken. Bleibt gesund und jo, wir sehen uns. Ciao. For a reason.
the stars.